Hallo Männer! Hallo! Was habt ihr denn da? Ein Art in Pfanneck. Ein Dino-Überraschungsei? Ja. Mit einem Dinosaurier drin? Vielleicht sogar mit einem Tyrannosaurus Rex, so wie das hier abgebildet ist. Wollen wir es mal aufmachen? Ja. Tip Tap Tube. Das ist Max. Das ist Ash. Tip Tap Tube. Ich war ja hier dran geklebt. Auf. Huch. Wo ist es? Hier. Ah. Ein halbes Dinosaurier-Ei. Schritt 1, die Eihälfte raus aus dem Ei. Schritt 2, mit dem Spachtel das Ei zerkratzen. Und Schritt 3, mit dem Pinsel das Skelett freipinseln. Jetzt sind die Archäologen am Werk. Hast du schon? Nö. Noch nicht. Aber sei vorsichtig, dass du das nicht kaputt machst, das Skelett. Da hast du ja schon ein richtiges Loch eingebohrt. Die Hand! Wo ist die Hand? Ja. Hier! Das staubt ja ordentlich, was du da machst. Lieblingsgarten. Da. Da ganz unten kommt ein zweites Teil vom Skelett zum Vorschein. Ich mach mal jetzt. Warte kurz, warte. Hey, jetzt will ich wieder. Nein, ich möchte noch was. Nein, ich. Ich möchte. Macht das so viel Spaß, das freizulegen? Ja. Lass mal. Okay, hey, dann lass jetzt Max noch mal einen Moment. Und dann bist du gleich wieder dran, okay? Ja. Du kannst ja später mal Archäologe werden. Dann kannst du jeden Tag irgendwo was ausgraben. Aber ich habe ja noch was. Du musst es von unten machen. Warum muss man da von unten ran? Warum muss man da von unten ran? Weil dann hat man da mehr Platz und kann besser gucken und dann kann man den. Dann hat man drumherum schon mal alles weg. Und das Skelett ist ja weiter unten als oben. Ein paar Knochen sind freigelegt. Vielleicht ein Tyrannosaurus Rex. Ist es, ich weiß es. Na erzähl, was hast du denn da? Unter Tyrannosaurus Rex ist es. Ein Uranosaurus Rex? Sieht man an solchen kleinen, an solchen Füßen. So, Ash macht eine Pause. Ganz schön anstrengend, so lange in den Gesteinsschichten rumzuwühlen, oder? Ja. Und Professor Max ist noch bei der Ausgrabung. Ja. So, hier sieht man wirklich den Fuß. Und das andere ist auch ein Fuß? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe den Schwanz gefunden. Im Ernst? Zeig her. Da. Hä? Guck da nicht ins. Nee. Okay. Ein Fuß sehe ich, den hatten wir zuerst. Das zweite ist der zweite Fuß. Ja. Und dahinter, da unten. Warte mal, ich kann den Kopf vergraben. Mein Kopf vergraben. Der Schwanz, ja. Der Kopf ist hier. Hat nur drei Stücke und schon habe ich ihn. Max, ich war eigentlich dran. Dann können sie frei machen. So, Professor Ash ist schon wieder ein Stückchen weiter. Da ist eine Hand! Da ist noch ein Teil! Jetzt haben wir es bald freigelegt. Ich habe noch ein Teil, Max. Und hier ist noch der Kopf. Die Beine sind ja aus Gummi. So ein spezieller Dinosaurier. Ein Gummisaurier. Guck mal, da kann man wirklich das Maul schon sehen. Da sind die Rippen. Ja. Der hat der Archäologe Ash freigegraben. Ich glaube, wir sind gleich fertig. Jetzt bitte. Warte. Oh, bitte. Jetzt müssen wir nur so einen Pinsel. Kannst du nicht rausheben, okay? Gleich. Ja. Einmal raus. Los, raus. Raus mit ihm. Ja. Ja. Raus ist er. Fertig. Und? Ist es ein Tyrannosaurus Rex? Ja. Sieht sehr danach aus. Wow, ihr seid tolle Archäologen.
Ja, das war Art and Fun, ein Dinosaurier-Ei von Simba. Hm? Das war echt toll. Ich glaube, die Jungs, die haben da eine halbe Stunde dran rumgebastelt. So, das hier ist jetzt zu Ende. Der Dinosaurier ist freigegraben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wer möchte, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. TipTapTube. Das ist Max. Und das ist Ash. TipTapTube. Yeah!